Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Fez. Und wir sind immer noch in der Kanalisation unterwegs. Mit dieser komischen Musik und allem. Und einem mich trollenden. Mich trollenden Brücke. Hier dürfte vielleicht ein Schlüssel drin sein, so einfach wie das zu erreichen ist. Und bingo. War das hier schon alles? Jupp. Okay, letzte Türe. Da hoch. Da hoch. Dankeschön. Und hier hoch. Und die verschlossene Türe ist natürlich ganz da oben. Hm. Deswegen müssen wir jetzt erst einmal den Wasserstand anheben. Ich hoffe mal, das ist anheben. Ja, das ist anheben. Sehr schön. So. Auf den da drauf. Und jetzt nach ganz hier oben. Und weiter hoch. So. Hier rüber hüpfen. Und hier müsste ich auch so hinkommen. So. Genau. Schlüssel, Tür öffnen, rein da. Hallo QR-Code. Schon wieder ein QR-Code. Ja, hier ist ein Rätsel. Vielleicht ist dieser QR-Code die Lösung für die anderen beiden Dinger da. Aber gut, den lasse ich mal da so stehen. Den können wir uns auch im New Game Plus angucken. Damit war es das für die Kanalisation. Außer diese drei Räume eben. Sehr gut. Jetzt geht's auf zurück zum Glockenturm. Hoffentlich ist das nicht das richtige Tor gewesen. Sehen wir gleich. Wir haben dann ja nur noch zwei Gebiete. Und ja, es war falsch. Kanalisation. Ich würde sagen, der blaue Himmel ist der richtige. Und es war der richtige. Wir haben mittlerweile schon 14 Würfel. Damit haben wir fast die Hälfte. Also, wir kommen gut voran. Und hier sind wieder diese seltsamen Symbole drauf auf dem Ding. Hm. Okay, gucken wir mal von hier aus. Diese Tür ist zu. Hier waren wir also noch gar nicht drin, hä? Nein, waren wir nicht. Hier sind wir nämlich hier. Ach, ist ja cool. Dann gucken wir mal, was hier ist. Außer eine Art Schalter. Hüpf. Hier ist keine versteckte Tür. Hm. Und hüpf. Und hier hoch. Und was machst du? Ah, du bist so eine Art Druckschalter. Hm? Gucken wir erstmal hier rein. Okay, hier geht's gerade darüber. Aber irgendwie kommt mir das bekannt vor. Seht ihr die Truhe da oben?
Darf ich mal kurz? Könnte das das hier sein? Das sieht ein bisschen so danach aus, nämlich. Ja, das könnte es sogar sein. Ah, hier können wir. Und da müssen wir uns leider runterfallen lassen dann. So. So. Jetzt will ich erst einmal da unten hin. Ich will nämlich wissen, was das hier macht. Ein Secret auf. Ja, sehr schön. Warum kann ich jetzt nicht mehr steuern? So, da sind wir wieder. Zum Glück genau an der Stelle, wo es abgebrochen hat. Auch wenn die Kiste jetzt wieder da oben ist. Aber die Tür ist wenigstens offen und wir können uns bewegen. Was auch immer da gerade passiert ist. Oh, noch ein Gebiet. Aber ein kleineres. Wow. Ja, und wir fallen gleich in den Tod. Weil das ja so lustig ist. So, den können wir leider nur betätigen, wenn wir was Schweres haben. Die Kiste dann nämlich. Komm. Bring uns wieder runter, Scotty. Okay, noch ein Würfel. Für uns. Und hopp. Und jetzt müssen wir das hier richtig timen. Ich glaube nicht, dass wir den Sprung schaffen, deswegen warten wir einfach. Hopp. Und werfen die Kiste darüber. So geht das einfacher. So, jetzt müssen wir die Kiste erstmal hierhin befördern. Und schnappen uns das Teil. Und jetzt werfen wir die Kiste da drauf und hoffen, dass es diesmal besser klappt. Ja, wir können uns immer noch bewegen, Gott sei Dank. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ah, Tatsache. Hallo Kiste. Das ist wieder so ein Rätselraum, auch wenn das hier ein einfaches Rätsel ist. Mist. So viel zum einfachen Rätsel. So, der arme Gomez muss die schwere Kiste schleppen. So. So, so und hops. Und noch mal eine Tür. Hallo, Würfel. Und noch ein Würfel für uns. Und da wäre ein Portal zurück. Wollen wir aber nicht. Wir wollen einfach nur zurückgehen. So, dankeschön. Jetzt wollen wir da unten wieder zurück. So. Und weg hier zurück. Das hier ist nämlich garantiert, so wie das aussieht, definitiv die Insel, die auf der Karte eingezeichnet ist. Uah. Der Sprung war zu mutig, sag ich mal. So, jetzt müssen wir nämlich hier wieder hoch. Schnecke, hallo Schnecke. Und kommen hier so hoch zu der Schnecke. Und können erstmal in diese Truhe gucken. Okay.
Da ist die Insel. Jetzt drehen wir das Ganze mal so hin, dass das richtig aussieht. Gucken mal kurz hier rein. Ja, genau. Guckt euch das an. Das sind die beiden Bäume, diese Klötze da oben, die schweben. Und da ist eine geheime Brücke ungefähr hier. Hm? Uah. Nein, da nicht. Müssen wir mit Anlauf springen. Bringt nichts. Hier so vielleicht? Nein. So? Auch nicht. Na komm, versuchen wir es mal von weiter oben. Wow, das klappt tatsächlich. Nein. So nicht. Aua. Ah, okay. Hallo. Und was haben wir hier drin? Einen Anti-Cube. Sehr schön. Ups. Aua. Und zurück. Und hey, wir haben das hier alles geschafft. Da geht's jetzt mal weiter in das nächste Gebiet. Das wir da hinten sehen. Aha. Damit wäre also diese Karte schon mal abgehakt. Diese da müssten wir mal gucken. Ja. So, jetzt erstmal die Lianen entlang. Und dann gucken wir gleich mal hier rein. Ja. Sieht ja gar nicht komisch aus, aber hier gibt es nur die Kiste. Gucken wir mal, was die Kiste uns offenbart. Noch eine Karte. Ah, seht mal, das ist eine Karte so wie diese hier oben. So ähnlich. Also das hier könnte Karte Nummer 2 sein und das hier Karte Nummer 4, wenn meine Vermutung mit diesen Zahlen richtig ist. Aber das werden wir erst herausfinden können, wenn wir den passenden Raum dazu gefunden haben. So, jetzt können wir hier hoch. Noch uns umschauen. Hier wäre auf jeden Fall wieder eine Abkürzungstür, die uns zum Glockenturm bringt. Hey, das ist gar nicht mal so ungeschickt. Dann können wir nämlich im Glockenturm dann das mit den Zahlen ausprobieren. Rüberhüpfen. Hier landen. Das hier schnappen. Wieder zurückhüpfen. Hier hoch. Jetzt müssen wir da zu der Türe hoch. Dadurch hier hinhüpfen, gucken, ob es auf der anderen Seite was gibt. Gibt es nichts. Hier durch, ja. Ups. Und hops. Würfel schnappen. Und golden ist der Bereich. So, jetzt können wir hier wieder runter. Und wie ich sagte, können
können wir hier weiter runter. Hopp. Aua, das war falsch. So, können wir hier runter. Und wieder hier zurück zum Glockenturm. So, und ich würde sagen, in der nächsten Folge, hallo Frosch, werden wir dann mit dem Glockenturm noch etwas herumexperimentieren. Ja, genau, hier sind wir nämlich. Dann können wir uns hier bei dem Wasserfall noch rumgucken. Hier gibt es ja auch noch einen Haufen zu erkunden. Da fehlt uns nur noch eine einzige Türe. Hier haben wir alles abgeschlossen sogar. Beim Leuchtturm fehlt uns noch etwas. Und hier oben waren wir noch gar nicht wirklich. Wir sind ja nur bis hierher gekommen. Okay. Aber ich würde sagen, machen wir es mal wieder einen Cut. Bis dann.